Okay, was du gerade erzählt hast, das ist mit das Krasseste, was ich seit langem gehört habe. Wenn wir in diese Bankfiliale reinkommen, Alter, das wird eine Action. Das, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist die Situation, dass da, wo sich die Location befindet, tatsächlich ja so eine kleine Drogenecke befindet, wo halt viele Obdachlose sich rumtreiben. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass das da in dem Hochhaus ein bisschen eskalieren könnte, weil ich glaube, Drogen und so weiter sind da echt ein Thema. Keine Ahnung, ob das Drogendealer waren oder irgendwelche Leute, die sich einfach nur unterhalten haben. Er ist dann auf einmal weggerannt, als wir da kamen. Eine andere Situation. Eine ganz, ganz andere Situation. Ich glaube, wenn wir da drin filmen können, dann wird es richtig gefährlich und dann sollten wir da auf jeden Fall nicht alleine reingehen, sondern vielleicht zu dritt, zu viert und da auf jeden Fall aufpassen. Und dann, let's go, lass das Ding durchziehen, ich bin bereit. Und man kann die Situation halt so schlecht einschätzen. Tobi hat sich auch schon mit Pfefferspray ausgerüstet, man weiß nie. Es riecht hier übelst krass nach Marihuana gerade. Hier ist eine Schlafstätte, Leute, hier ist eine Schlafstätte, hier ist eine Matratze. Hallo, ist jemand hier? We are here to filming. Is everyone here? Alles voller Kabel, Alter! Hier ist noch ein Bolzenschneider. Hier liegt ordentlich Kupfer rum. Also hier waren richtig viele Kabeldiebe am Werk. Ich habe jetzt gerade mal den Tipp bekommen, ganz unten im Keller des Hochhauses soll sich dieses Bankschließfach befinden. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Ja, ohne Witz, ich habe einen Umschlag darin gefunden. Ein Schlüssel drin? Alter, ich zitter. Sieht man das? Moin Moin Leute, wir haben es knapp 22 Uhr, sind gerade mitten in einer Großstadt. Es ist hier übelstes Highlife, kann man sagen. Hier sind überall Bars, Restaurants, überall rennen Menschen über die Straße, Polizei, Krankenwagen. Ja, wir sind halt in der Großstadt und gucken uns tatsächlich, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich so direkt im Zentrum einer solchen Stadt schon mal etwas angeguckt habe. Aber wir haben einen Tipp bekommen. Es soll hier eine verlassene Bankfiliale geben mit riesigem Tresor. Das spoilere ich jetzt einfach schon mal, weil ihr es im Titel eh gesehen habt. Darüber ist noch ein verlassenes Hotel, wo man einen Rundumblick über die komplette Stadt haben soll. Ist halt nur ein bisschen crazy jetzt hier gleich mit dem Reinkommen, weil wir halt so direkt in der City sind. Das wird lustig. Das wird, ja, krass. Normalerweise ist man immer mitten auf dem Land. Es ist alles duster, gruselig und unheimlich. Und jetzt hat man hier irgendwie so eine ganz, ganz, ganz andere Atmosphäre. Es ist neblig. U-Bahn-Station. Das, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist die Situation, dass da, wo sich die Location befindet, tatsächlich ja so eine kleine Drogenecke befindet, wo halt viele Obdachlose sich rumtreiben. Ja, Leute, die halt irgendwie so ein bisschen zwielichtig sind. Wir sind Gott sei Dank zu dritt. Ich bin da nicht alleine drin, aber wenn ich jetzt schon gucke, wer zum Beispiel hier von mir aus gerade da hinten in den Fahrstuhl reinläuft, hier sind einfach komische Leute, die unter Drogeneinfluss stehen unterwegs und das ist halt einfach ein bisschen, muss man so sagen, gefährlich. Also Leute, man sieht es schon hinter mir. Hier sind überall Wohnhäuser. Das ist eine Situation hier. Wir wollten gerade erst woanders parken. Dann waren da irgendwie, keine Ahnung, ob das Drogendealer waren oder irgendwelche Leute, die sich einfach nur unterhalten haben. Er ist dann auf einmal weggerannt, als wir da kamen. Eine andere Situation. Eine ganz, ganz andere Situation. Hier, das ist das Gebäude. Da steht schon City. Das ist die alte City-Apotheke hier. Da steht Apotheke dran. Hier ist einer der vielen Eingänge in das Haus. Wir ziehen um. Da steht die neue Adresse von der Apotheke. Ein Großteil des Apothekenzeichens ist auch schon weg. Das sieht halt richtig krass aus, dieses riesen Hochhaus mitten in der Stadt. Man hört die Autos auf jeden Fall. Die Straße ist direkt hier neben, extrem befahren, obwohl es schon so spät ist. Aber eine Großstadt schläft nie, Leute. Leute, 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 was machen wir hier wieder? Was machen wir hier wieder? Wir sind hier gerade noch mal ein Haus weitergegangen. Hier war diese Ecke, wo ich die Leute gerade gesehen habe, habe ich gerade erzählt. Und hier steht einfach so eine einzelne Grabkerze, die einfach leuchtet. Ist hier noch was anderes? Nee, ne? Ist nur diese eine Grabkerze. Hier hinter dem Gebäude, wo die Grabkerze ist, ist einfach auch noch übelst der verkreckte Wohnwagen. Liegt auch überall Müll rum. Was ist das denn für eine Bude? Da steht die Tür auch einfach offen. Ich denke mal, ihr könnt mein Unbehagen gut nachvollziehen. Es ist halt einfach was komplett anderes. Wenn man normalerweise halt irgendwelche Wohnhäuser mitten im Nichts macht, dann ist das hier natürlich ein heißes Ding. Okay, wir gehen jetzt so langsam Richtung Eingang. Ich lasse hier mein Licht komplett aus. Wenn, habe ich für die ersten Minuten Rotlicht. Und damit können wir ein bisschen was sehen.
Dann sieht man von außen nicht direkt die Taschenlampe, aber innen, dann, wenn wir ein bisschen sicher sind, werde ich sicherlich auch die Taschenlampe nutzen. Puh. Alter, das ganze Haus verlassen. Wir haben tatsächlich eine offene Tür gefunden, Fensterscheibe eingeschlagen. Alter, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier riecht's übelst nach Pisse. Hier in der Ecke stehen noch Alkoholflaschen rum. Also wir müssen uns irgendwie erstmal einen Überblick verschaffen. Kurz orientieren, das ist halt ein riesen Gebäudekomplex. Wo am Ende diese Bankfiliale ist mit dem Tresor, das wissen wir halt noch gar nicht. Vielleicht laufen wir auch erstmal jetzt hier die Etagen ab und gucken, was da oben noch ist. Wir überlegen gerade, ob das vielleicht ein Hotel war, weil hier doch viele Hotels auch außen drum waren, die vielleicht umgezogen sind von dem Gebäude in ein anderes. Wir checken mal kurz die Lage. Hier ist nochmal eine Tür, die ging auch automatisch auf. Da steht auch nochmal Merkur Hotel von außen. Und das hier, denke ich mal, war die Lobby. Auf sämtlichen Sprachen steht hier Servus, Willkommen. Das ist definitiv die alte Hotellobby gewesen hier. So, was hat Tobi hier noch gefunden? Sieht aus wie so ein Durchsageteil hier. Summer abgeschaltet. Hier ist auf jeden Fall Mikrofon. Ja. Herr Schrille, bitte zur Rezeption. Das stand wahrscheinlich hier mit an der Lobby, hinterm Tisch, ne? Da gehe ich von aus, ganz stark. Ja. Lasst uns einen höher, oder? Ah, Fahrstühle. Zwei Stück. Wie viele Etagen gibt's hier? Zehn. Ne? Boah, hier riecht's auch schon wieder so nach Kot. Alter! Hä, hier ist alles voller Werbezeitungen. Hier ist alles voller Kacke. Wirklich? Achtung, Achtung. Alter, der ganze Boden ist voller Kacke. Da ist auch schon jemand durchgelaufen. Achtung, Jungs. Hier sind halt verschiedenste Briefkästen. Also richtig, richtig viele Briefkästen. Das schließt halt für mich gerade schon wieder darauf, dass das doch hier Wohnungen waren. Oder vielleicht Wohnungen und Hotel. Hier ist irgendwie Blut oder Kot auf dem Boden verschmiert. Ziemlich widerwärtig. Ja, und jetzt geht's hier ins Treppenhaus. Warte mal, habe ich was gehört? Ich habe gerade so gedacht, dass jemand die Treppe von unten hochgelaufen ist. Das hat gerade richtig so ein Fuß, als ob also die Füße, die so die Treppe hochlaufen, so ein Geräusch gegeben. Hier auf halber Strecke ist so ein technischer Betriebsraum. Hier kommt man jetzt auf jeden Fall in irgendwelche Kabelschächte. Keine Ahnung, ob man hier weiterkommt zur Bank. Alter, wo geht's denn hier runter? Hier sind auf jeden Fall zig Rohre und Kabelschächte verlegt. Geht's da tief runter? Alter. Boah, das geht echt tief runter. Das Problem ist, man kann sich hier so schnell den Kopf stoßen. Es ist alles super eng. Man müsste halt hier quasi kriechen unter diesen Kabelschächten, Lüftungskanälen und so weiter lang. Das macht halt nicht wirklich Sinn. Wir gucken mal kurz, ob wir hier noch weiterkommen. Aber kriechen auf dem Boden lang, ich weiß nicht. Etage 3. Hier steht's auch nochmal. Ausblick aus dem Fenster auf einen Kran. Allein der Ausblick ist so crazy. Hier ist jetzt Teppichboden angesagt. Jetzt merkt man halt direkt dieses Hotel-Feeling. Riecht wirklich so ein bisschen wieder, als ob hier jemand wohnen würde, ne? Hallo? Ist jemand hier? Es riecht halt hier extrem, als ob hier sich wieder irgendwie ein Obdachloser, wie auch immer, niedergelassen hätte. Und man kann die Situation halt so schlecht einschätzen. Tobi hat sich auch schon mit Pfefferspray ausgerüstet. Man weiß nie. Safety first. Hier ist halt auch alles schon richtig hart zerkloppt. Also hier waren Kabeldiebe zugange und so weiter. Aber hier riecht es auch extrem so. Ja. Hallo? Wir kommen in Frieden. Wir sind nur zum Filmen hier. Wir drehen eine Videodoku. Falls jemand hier sein sollte, bitte einmal bemerkbar machen, dass wir uns nicht gegenseitig erschrecken. We are here to filming. Hello? Is everyone here? Das ist ganz, ganz unbehaglich hier gerade.
Das ist das Ding, was ich meine. In der Stadt, du weißt es nie. Da muss ja nur jemand mal eine abgebrochene Flasche in die Hand nehmen, weil er gerade auf irgendeinem Trip ist. Das hier ist auf jeden Fall Zimmer 304. Scheint tatsächlich ein Hotel zuletzt gewesen zu sein. Hier liegt so eine Flasche und hier wurde auch wieder mehrfach auf jeden Fall auf den Boden. Hier hinten ist so ein Raum. Alles voller Kabel. Alter, die ganzen Kabelmäntel. Das sieht halt, das könnte noch benutzt werden, ne? Hier liegen Messer überall auf dem Stuhl rum. Drei Stück, womit man die Kabel dann weiterverarbeiten konnte. Hier ist noch ein Bolzenschneider. Also hier waren richtig viele Kabeldiebe am Werk, um hier das ganze Kupfer rauszuholen. Und hier liegt sogar auch noch vereinzelt Kupfer rum. Das hatte natürlich einen richtigen Wert. Wenn du hier ein paar Tage nur zugange warst, sagen wir ein Wochenende, von Freitag bis Sonntag konntest du hier tausende Euro rausholen. Du musst ja nur einen Lieferwagen vors Haus stellen und zack kannst du hier in diesen Einkaufstaschen, die hier überall rumliegen, das Kupfer mitnehmen und bist zumindest im Ausland reich geworden. Hier liegt ordentlich Kupfer rum. Bestimmt einen Wert von, weiß ich nicht, 20 Euro oder so in dieser Menge. Hier sind die Einkaufstaschen, von denen ich sprach. Da kannst du natürlich das Kupfer gut reintun. Die kosten nichts und damit kannst du es unauffällig raustragen, wenn du nicht alles auf einmal nimmst. Die haben sich einfach Stühle hingestellt. Die haben hier gesessen, als würden wir Tee trinken oder Quatsch und Bier trinken. Haben die hier gesessen und Kabel geknabbert. Ja, für die ist das Alltag. Die hatten hier sogar noch einen krassen Ausblick auf die Stadt. Einen eigenen Balkon. Waren hier das ganze Wochenende zugange. Es ist echt crazy. Ah, guck mal hier, die haben hier sogar auch Lebensmittel gehabt. Hier hast du noch Verpackungen. Ziegenkäse, Kassler Braten, Kaffeebecher, Kippe und ein bisschen Aufschnitt und Brot oder Brötchen. Und dann wurde hier das ganze Wochenende Kabel geklaut. Alter, ist das widerlich. Hier das ist ein ganzer Raum voller Kacke, ne? Boah, deswegen hat es so gestunken. Ja, ja. Hier werden die, das ist der Raum, also wir kommen von da, das ist genau der Nebenraum mit den Kabeln. Und hier haben die halt die ganze, ja, hier haben die ihre Geschäfte gemacht. Einfach in den Raum auf dem Teppich gekackt. Hier wurde richtig krass uriniert im Bad. Hier haben halt die ganzen Fliesen einfach voll gepisst. Oh, weg. Es wird immer gruseliger, ne? Da liegt ein Haufen Klamotten. Direkt ins nächste Ding, Zimmer 305, hier ein Haufen Klamotten, Wasserflaschen, das sind halt Klamotten, die du auch noch so anziehen kannst, ne? Die sind noch relativ frisch, riechen noch ein bisschen nach Waschmittel. Hier ist nochmal überall Kot, ne? Die müssen hier Tage gewesen sein. Komplett verwester Müll mit Fleischresten. Guck mal hier, die haben hier richtig so Petersilie und sowas, die haben hier richtig gekocht, frisch. Und der ganze Abfall liegt jetzt hier schon seit einigen Wochen. Da könnte man jetzt natürlich aufgrund des Ablaufdatums irgendwie gucken, herausfinden, wann die hier waren, grob. Wartet mal. Doch hier, 28.10.2022. Das heißt, die waren vor wenigen Wochen erst hier. Das ist noch nicht lange her. Keine zwei Monate. Und hier waren vielleicht 5, 6, 7 hochkriminelle Kabeldiebe, die hier einige Tage verbracht haben und alles an Kupfer rausgeholt haben, was ging. Und als ob hier jemand gestorben wäre. Hier an der Decke sind überall Fliegen, ja, von der Verwesung, die aus dem Müllsack kommt. Auch da, überall. Hier sind bestimmt auch irgendwo Kakerlaken auf dem Boden. Und ganz ehrlich, Leute, genau so habe ich es mir vorgestellt in diesem Haus. Ich wusste, dass wenn wir in die Stadt gehen und irgendwo mitten in der Innenstadt ein riesiges Hochhaus abfilmen, was seit einigen Monaten verlassen ist, dann ist es klar, dass der Zustand genau so ist, wie wir ihn jetzt hier vorfinden. Und ganz ehrlich, wir können froh sein, dass wir jetzt da sind und nicht vor ein, zwei Monaten, als die Kabeldiebe hier waren. Weil das könnte ganz, ganz anders ausgehen. Hoffen wir mal, dass alles entspannt bleibt. Oh, Alter, wie stinkt das denn aus diesem Raum? Ey, hier ist alles voller Müll. Hier stinkt's, als ob hier eine Leiche drin liegen wird. Überall sind irgendwelche Fruchtfliegen. Es riecht nach Verwesung, es ist brutal. Eierverpackungen, die müssen hier Wochen gewesen sein, nicht Tage. Alter, das stinkt so bestialisch. Oh. Das kannst du hier nicht aushalten. Jungs, lasst uns weitergehen. Weg hier. Schlafsack? Hier auch überall Klamotten. Hey, mich würde es nicht wundern, wenn wir hier gleich auf Menschen stoßen. Das macht hier keinen guten Eindruck. Das macht hier gar keinen guten Eindruck. Es riecht nach Gras, es riecht hier nach Gras. Hallo? Hello, is everyone here? Wir drehen eine Dokumentation. Ist jemand hier? Jetzt so der Platz. Es riecht hier übelst krass nach Marihuana gerade. Hier sind überall Flaschen. Hier ist eine
hier ist eine Schlafstätte, Leute. Hier ist eine Schlafstätte. Hier ist eine Matratze. Hier riecht es auch so nach Gras. Hallo, ist jemand hier? Hier ist die Matratze. Hier sind Badelatschen ganz ordentlich hingestellt. Draußen Martinshorn. Hier ist so eine Wäscheleine. Da ist ganz, ganz frischer Kot, ne? Hier liegt eine Zitrone, ein kleines Röhrchen, vielleicht für eine Spritze, für irgendwelche Drogen. Ganz, ganz frische Badelatschen. Jungs, lasst uns jetzt hier diese Etage sofort verlassen. Das ist ganz, ganz, ganz anders. Wir gehen das Treppenhaus wieder an, wo wir gerade waren. Es ist uns hier wirklich zu unbehaglich. Tobi, gehst du vor, du hast das Pfefferspray. Was sind das hier? Bitte Tür zuschließen, danke. Was ist das hier? Wo sind wir hier gelandet? Hier ist irgendwie ein WC, aber auch eine Dusche. Was ist das hier? Kennt sich da jemand mit aus? Hier ist überall Alufolie, so kleine Stückchen. Weiß jemand, was das ist von euch? Drogen. Drogen? Das sind die kleinen Tütchen, die Mülltüten? Was ist bloß in der Ansage steht? Egal, das ist Crack, Heroin. Ganz schlimme Sachen, wa? Ja, hier kommt immer alles voll. Aber warum ist das immer angebrannt? Ja, weil die Sachen aufkochen. Der Heroin ist ein bräunliches Pulver. Das verdünnst du mit Wasser oder Kochsalz und kochst es kurz auf, das ist klar. Und dann ziehst du eine Spritze aus. Also ja. Sowas da. Genau. Ganz eklig. Krass, Alter. Guck mal hier. Da sind auch noch so Taschentücher. Mhm. In diesem Raum, keine Ahnung, ob die Nadeln vielleicht verwenden, die einfach immer wieder. Mhm. Das ist hier der reinste Crack-Heroin-Raum. Ach du Scheiße. Einfach ein ganzer Raum voll mit Heroinresten. Okay, wir sind wieder im Treppenhaus. Es ist eine unglaublich unbehagliche Stimmung. Keine Ahnung, du weißt halt nicht, wem du in so einem Gebäude begegnest. Deswegen auf jeden Fall jetzt erstmal 2-3 Etagen höher, wo vielleicht keiner ist. Es kann aber in jedem Zimmer theoretisch jemand lauern. Und das ist jetzt hier gerade in meinen Augen eine Gefahr. Die muss nicht sein. Bei aller Liebe zu diesen Videos und zu verlassenen Orten, aber man muss sich nicht unnötig Menschen nähern, die nicht wollen, dass man ihnen sich nähert. Wisst ihr, was ich meine? Es könnte hier um Drogen, um Alkohol, weiß ich nicht, um irgendwelche Deals gehen. Es kann aber auch einfach nur darum gehen, dass ein Obdachloser hier seine Ruhe haben möchte und der vielleicht auch freundlich zu uns ist, aber du kannst die Situation nicht einschätzen. Deswegen gehen wir 2-3 Etagen höher und gucken dann nochmal, was wir sehen und suchen dann endlich die Bankfiliale und den Tresor, weswegen wir eigentlich hergekommen waren. Etage 6. Hier hängt leider kein Schild mehr. Auf den ersten Blick sieht es hier wesentlich sauberer aus. Ja, hier steht es nochmal, Etage 6. Ja, Kabel sind ja auch raus. Hier sieht es wieder genauso aus. Du musst nur ein bisschen in den hintersten Flur laufen dann. Aber hier haben sie sich mehr Mühe gegeben. Ja. Deckenverkleidung ging mal bis hier. Die ist komplett runter. Okay, wir versuchen mal auf den Balkon zu kommen. Balkontür ist offen. Alter, geisteskrank. Das ist natürlich ein richtig krasser Ausblick. Da unten fährt die Straßenbahn. Da hinten ist ein Streifenwagen. Der biegt da um die Ecke. Alter, welcome to Berlin City, Alter. Das ist einfach eine ganz andere Nummer hier. Alter. Okay, verlassen wir den Balkon lieber wieder. Das ist ja echt eine zu heiße Nummer. Okay, wir sind jetzt hier nochmal bei den Fahrstühlen. Hier sieht man mal einen von innen. Geht natürlich gar nichts mehr, auch da die komplette Anlage zerrupft. Der ist hier bei Etage 9 stehen geblieben. Für immer. Okay, und hier kommen wir höher. Hier kommen wir aufs Dach. Ja, hier geht's nochmal einen höher. Etage 10. Jetzt nochmal so eine kleine Treppe hoch. Da vorne geht's raus aufs Dach. Da vorne geht's wirklich raus aufs Dach. Boah, ist das geisteskrank. Hier bist du halt wirklich King of the World gefühlt.
Es ist komplett neblig, man sieht kaum noch die Häuser, nur noch so ein bisschen durchs Licht. Der Kran, der vorhin noch gut zu erkennen war, ist auch komplett im Nebel verschwunden. Da sind die Straßen. Oh. Einfach geisteskrank, ey. Wuhu! In den vielen Jahren, in denen ich das jetzt mache, noch nie so eine Location gesehen. Hinten der Kran wirkt so krass. Alter, wie heißt nochmal dieses Spiel, wo man so hacken muss und so durch die Stadt rennt? Wie heißt das? Schreibt es in die Kommentare. Auch GTA, das hat irgendwie GTA-Vibes hier, dieser Look. Ohne Witz. Spider-Man, alles auf einmal. Wie die Autos da unten stehen. Nichts ahnt, was hier oben los ist. On top of the world. 10 Minuten später sind wir jetzt das ganze Treppenhaus, 10 Etagen, sogar 11 Etagen tiefer in den Keller gegangen. Denn wo erwartet man einen Tresorraum einer Bank? Wohl nicht auf dem 10. Stock auf der Dachterrasse, eher im Keller. Das heißt, wir suchen jetzt hier jeden Raum im Keller ab, um diesen Tresorraum zu finden, der hier irgendwo sein muss, plus die Sparkassenfiliale. Das muss hier beides irgendwo sein. Und danach suchen wir jetzt im Keller. Keller ist halt ewig groß. Halt hier sämtliche Lagerräume, Technikräume. Auch hier ist die Kabellage rausgerissen. Boah, was sind hier für viele Fässer? Trinkwasserdesinfektion und Biofilmentfernung. Also nichts Schlimmes auf jeden Fall. Also sämtliche Fässer davon voll. Und hier, könnte ich wetten, kommt man irgendwo bei der Straße wieder raus. Hier gibt es so einen kleinen Notausstieg. Hier ist nochmal eine Schrift an der Wand. WW Spark und Volksbank, KW Friseur, ganz, ganz alte Schrift, also das muss irgendwas gefühlt aus den 60ern irgendwie sowas gewesen sein. Haben wir nochmal einen Raum gefunden, Handwaschbecken, Volksbank, also direkt hier drüber müsste die Bank sein, das heißt auch der Tresorraum kann theoretisch nicht mehr weit sein. Hier. Vorhin haben wir noch den Schacht gesehen und jetzt stellen wir gerade fest, dass der noch viel höher ist als gedacht. Man sieht das ganz schlecht auf der Kamera, aber da ganz oben, das geht halt wirklich bis fast nach oben. Das sind hier, weiß was ich, was schätze ich, wie viele Meter? 30? Okay Leute, ich glaube, wir haben was entdeckt. Hier ändern sich die Farben, hier ist Teppich und kommt hier wieder in Räume. Ich bin jetzt hier einen längeren Gang lang gelaufen und tatsächlich, guckt euch bitte das an. Achtung, wichtiger Hinweis, unsere Räume werden durch eine elektronische Einbruchmeldeanlage sowie durch Spezialfotokamera überwacht. Alle Systeme werden durch einen Zeitschluss zusätzlich gesichert. Eine Beeinflussung ist auch durch Mitarbeiter nicht möglich. Jeder Versuch der Beeinflussung führt zum Polizeieinsatz. Und dieser riesen Tresor, beziehungsweise die Tür davon, hier mit solchen speziellen, also du musstest hier vermutlich einen Schlüssel reintun. Dann musstest du irgendeine Zahl drehen, vielleicht sogar mehrere in Reihenfolge. Das gleiche hier nochmal, da noch ein drittes Mal. Und dann konntest du hier drehen, um diese Bolzen hier aufzukriegen. Ich vermute, das Ganze hatte elektronische Unterstützung, weil alleine hast du die Tür niemals aufbekommen. Hier hinter sieht man es sogar. Naja, das war komplett elektronisch. Die ganze Technik ist da und du kriegst das Ding nicht angehoben. Mit meiner ganzen Kraft kriegt man es minimal bewegt. Nur, dass man mal eine Vorstellung hat, wie krass schwer diese Tür ist. Es ist unglaublich. Ich will nicht wissen, wie viele 100 Kilo die wiegt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das kann kein gewöhnlicher Tresor sein, der in jeder Bank so ist. Und wenn es Bankmitarbeiter gibt, schreibt unbedingt mal in die Kommentare, ob das bei euch immer auch so aussieht, in jeder kleinen Dorffiliale. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Hier hinter werden richtig, richtig krasse Werte gewesen sein. Ein bisschen besserer Blick auf den Schließmechanismus. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert hat. Eine Sache sieht man ganz gut. Hier, dieses Teilchen, dieser runde Teil, wurde irgendwie elektronisch hochbewegt und hat dann diesen Bolzen hier vor- und zurückgeschoben. Irgendwie, das ist so eine Kleinigkeit, die ich mir zumindest erklären kann. Den gab es halt hier auch nochmal. Wahrscheinlich gleich mehrere Bolzen, die da angetrieben wurden. Und alleine ein so ein Bolzen ist so massiv. Das ist heftig. Noch nie gesehen sowas. Hier steht auch nochmal Zeitschloss. Gesperrt, offen.
Da konntest du dann halt sehen, also das hat sich einfach automatisch wieder verschlossen. Das heißt, du hattest drin auch nur begrenzt Zeit. Vorsichtsstufe, das ist die Rückseite von der Tür. Die ist mit einem Kabel auch nach innen gesichert. Und hier geht's rein. Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Was ist denn hier los? Erstmal ist dieser Raum hier noch doppelt mit so einer Gittertür gesichert. Und hier sind nämlich nicht einfach nur Bargeldwerte, sondern tausende Schließfächer. Ich sehe hier gerade schon 1493. Ich weiß nicht, ob das bei 1 anfängt, aber hier sind Unmengen an Schließfächern. Und ja, tatsächlich, es fängt bei 1 an. Also hier ist Nummer 2 und dann geht das Ding runter, 8, 9, 15 und so weiter. Das ist ein Riesenraum voller Bankschließfächer. Hier in der Mitte befindet sich so eine Trennwand. Da konntest du mit 2 Personen deine Sachen ein- und ausräumen. Hast dann hier so eine Kiste bekommen. Hier ist die Kiste. Und da konntest du deine Werte reintun. Hier gibt es halt sogar noch Berliner Volksbank. Zahlungspflichtiger AFP Auto am so und so. Zahlungsempfänger BVB. Kosten für Bearbeitung, Zwangsmaßnahmen, Pfändung vom 22.09.97, 50 D-Mark. Das sind wirklich noch originale Inhalte hier. Irgendwelche Lastschriftzettel aus den 97er Jahren. Rolf W. Bearbeitungsgebühr, Bearbeitungsentgelt für KK Prolongation gemäß Kreditbestätigung. Dr. Roland D. Bearbeitungsentgelt, 100 D-Mark, 1%. Den Kredit über 10.000 gemäß Kreditbestätigung. Dass das hier noch so rumfliegt. Einfach Daten mit Namen und so weiter. Diese ganzen Schließfächer werden vorher natürlich ausgeräumt worden sein. Also vermute ich zumindest mal. Die Kassetten sind alle offen. Da ist in dem Fall aber auch nichts mehr drin. Hier geht's noch weiter. Hier sind überall auf dem Boden diese Kästen, also diese Kassetten, wo du deine Werte reintun konntest. Oh, da ist alles leer. Ey, es nimmt auch einfach kein Ende. Die sind halt alle offen. Die wurden aber auch nicht aufgebrochen, sondern die waren einfach offen, denke ich mal. Ich vermute mal, die haben dann alle am Ende hier so ein Schreiben von der Bank bekommen. Sie müssen jetzt ihr Schließfach bis da und da ausräumen und dann das Ding hier dicht gemacht, aus welchem Grund auch immer. Die Frage ist, befindet sich irgendwo noch was drin? Ich das so schwer auf mit einer Hand. Hier sind überall die Kassetten drin. Ey, ohne Witz, ich fühle mich gerade beim Aufmachen wie der größte Schwerverbrecher. Das hat halt hier alles noch so ein krankes Bankflair irgendwie. Es riecht hier auch noch so. Es sieht alles noch relativ frisch aus, wenn man sich diesen verkreckten Teil von gerade eben anguckt. Es hat eine ganz andere Atmosphäre auf einmal. Scheiße, ey. Wir sollten uns hier nicht zu lange aufhalten. Also mir geht hier die ganze Zeit schon die Pumpe. Jungs? Hey, ohne Witz. Ohne Witz, ich habe einen Umschlag da drin gefunden. Wie? Hör mal. Lass das mal rausholen. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Hier in der 1092. Hey, kann mal einer zur Tür gehen, bitte? Das ist so unbehaglich gerade, ohne Witz. Hier ist ein Umschlag drin. Ich kann das kaum... Doch, da sieht man's. Es klappert da drin. Ist ein Schlüssel drin. Mauser 400. Sieht halt gefühlt genauso aus, als ob es passend wäre für ein anderes Schließfach hier. Ist nicht dein Ernst. Du siehst es jetzt schon, oder? Hm. Na ganz kurz, wer will denn hier verarschen? Alter, ich zitter. Ich weiß nicht, ob man's... Sieht man das? Alter, jetzt... Weißt du, was ich die ganze Zeit denke jetzt mit den Drogen in Kombination? Hier, du kannst ja hier perfekt... Weil hier gibt es so viele, der Zufall, dass ich ausgerechnet das mit diesem Umschlag greife, das kannst du dir nicht, das kannst du keinem erzählen. Da sind ein paar hundert Euro Minimum. Da sind richtig dicke Scheine drin. Hier ist ein 500er drin. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen 500er gesehen habe. Ich glaube, ich hatte noch nie einen 500er. 500?
700, 900, 1000. Das sind schon mal 1000 Euro. Und das ist frisches Geld. Das ist ganz frisch. Das riecht wie gerade aus der Bank. 1200, 1300, 1400 Euro. 1400 Euro. Oder habe ich mich verzählt? Ne, das sind 1400, ne? Lass das mal ganz schnell zurücktun in diesen Umschlag, Alter. Und jetzt. Ah, ne, hier ist noch mehr. Guck mal, ich habe was vergessen. 1450. 1450. Zurück in den Umschlag damit. Wollen wir den noch ausprobieren gleich? Bei der 400? Ja. Hier. Aber die ist offen. Und da ist eine Kassette drin. Lass uns trotzdem gucken, ob es passen würde. Also ich kann es umdrehen. Es bewegt sich auch, aber irgendwas hakt. Lass uns hier nochmal reingucken. Ne, sehe ich jetzt schon, das Ding ist komplett leer. Okay. Schlüssel tun wir auf jeden Fall auch wieder zurück. Und wer fragt, ob wir das mitnehmen? Wir legen das hier schön wieder zurück. Ey, ohne Witz, wir sind in einem verlassenen Bankschließfach und finden einfach 1500 Euro fast. Das kannst du keinem erzählen. Das ist so absurd. Ich habe keine Ahnung, wozu das Geld da ist. Der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich denken, ja, das habt ihr doch mitgebracht oder ihr nehmt es doch safe mit und klaut das Geld jetzt. Nee, nee, ich lasse das da schön so, wie es ist. Das machen wir auf gar keinen Fall. Auf einmal werden wir draußen an der Tür überrascht, haben jetzt die 1450 Euro von dem mit, der das gerade holen wollte. Der zieht ein Messer und schlitzt uns die Kehle auf. Nee, nee, das nehmen wir schön wieder mit. Das ist echt mit das Geisteskrankeste, was ich in den letzten Jahren so je erlebt habe. Einfach Geld gefunden. Und zwar über 1000 Euro. In einer verlassenen Bank. Die Bankfiliale muss hier drüber liegen, denke ich. Keine Ahnung, ob die noch eingerichtet ist. Da müssen wir, glaube ich, eh gleich raus. Hier gab es ein kleines Treppenhaus. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie weg. Auf weiter out, Leute. Okay, Leute, wir verlassen jetzt dieses Schließfach wieder. Unglaublich, unglaublich der Fund. Hier war irgendwo ein kleines Treppenhaus. Genau hier. Das hier muss auch die Bankfiliale sein. Ja, das hier ist die ehemalige Bankfiliale. Hier kann ich jetzt wieder nicht viel Licht machen, weil wir direkt an der Straße sind, auch wenn es jetzt schon ziemlich spät sein muss. Aber trotzdem. Ziemlich groß das Ganze. Hier kann man rein. Oder sind hier die Geldautomaten gewesen? Ja, ich schätze mal, hier stand ein oder zwei Geldautomaten ursprünglich. Nichtsdestotrotz, lass uns hier raus, oder? Abfahrt. Wo kommt man denn hier raus? Hier, die Tür vielleicht? Okay, raus, komm, raus. Die ist offen, perfekt. Licht aus. Und da, wo das Video angefangen hat, beende ich es auch wieder. Unglaublich krasses Ding. Also habe ich noch nie gesehen sowas. Wer von euch das Video angeklickt hat und am Anfang dachte, hä, der Titel passt ja überhaupt nicht zum Gebäude. Naja, passte halt doch. Man muss eben nur bis zum Ende gucken. Wir haben die ganze Zeit nach dem Tresor gesucht. Dann sind wir hoch, haben uns da umgeguckt, haben das alles gefunden. Es hat sich alles überschlagen hier irgendwie. Wir waren da jetzt, glaube ich, 2,5 Stunden drin in dem Ding. Fahren jetzt wieder nach Hause. Es ist mitten in der Nacht. Trotzdem fahren die Autos auf der großen Straße noch. Gebt dem Ding sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr noch mehr von solchen Abenteuern sehen wollt. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bleibt voll und gesund und lebt euer Abenteuer. Bis dann. Ciao.